The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Christi, Königreich der Liebe. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Die Regierung des Reiches Christi gleicht keiner irdischen Regierung. Es ist eine Darstellung des Charakters derer, aus denen sich das Reich zusammensetzt. An seinem Hof hat heilige Liebe den Vorsitz. Die Ämter und Berufungen werden dort durch ausgeübte Nächstenliebe gekennzeichnet. Er beauftragt seine Diener, in ihre Verwaltungsarbeit Mitgefühl und Freundlichkeit hineinzubringen. Nur die Macht Christi kann in Herz und Sinn die Änderung herbeiführen, die alle erleben müssen, die am neuen Leben im Reich Gottes mit ihm teilhaben wollen. Damit wir ihm richtig dienen können, müssen wir vom Geiste Gottes geboren werden. Das wird das Herz reinigen und das Denken erneuern und uns eine neue Fähigkeit verleihen, Gott zu erkennen und zu lieben. Es wird uns willig machen, all seinen Forderungen zu gehorchen. Das ist wahrer Gottesdienst. Deine Augen werden Jerusalem sehen. Eine sichere Wohnung. Ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden. Denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahinziehen kann. Denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser König. Der hilft uns. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Ruft uns der Herr zu. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. The Lord is coming. Are you ready?